Gott, ich will einen kleinen Haul machen. Ich war vor meinem Urlaub, glaube ich, einmal shoppen. Ich habe auch Adventkalender gekauft, also zumindest einen. Das ist dieser DM Bio gewesen. Den habe ich aber jetzt draußen vergessen, aber ihr wisst ja hoffentlich, wie der aussieht. Ich hoffe, ich muss ihn jetzt nicht holen. ja. Deswegen zeige ich euch mal die Sachen, die ich so gekauft habe. Fangen wir mal an. Ich habe nämlich ein bisschen was gekauft. Jetzt nicht so extrem viel, aber ein bisschen was. Ich war auch beim Notino. Wie ihr sehen könnt, weil wir in Wien haben ja ein Notino-Geschäft und deswegen war ich da mal drin und habe mich ein bisschen umgeschaut und habe sogar ein, zwei Sachen habe ich glaube ich gekauft. Und ja, fangen wir an. Ich habe mir die Nivea In-Dusch-Lotion wieder nachgekauft, weil ich die... Ich habe komplett vergessen, dass ich die wieder brauche. Ich habe auch die Aveo nachgekauft, die habe ich jetzt schon aktuell im Badezimmer stehen und die werde ich dann als nächster benutzen, wenn die von Aveo dann leer ist. Ich habe mir extrem viele Badezusätze gekauft, weil ich einfach Bock hatte wieder aufs Baden. Und deswegen habe ich mir... Ich muss irgendwie mal gucken, wie ich das so richtig hinkriege. Ich habe mir extrem viele Badezusätze gekauft. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber ich habe ja diese Saubär-Vanille-Lavendel-Badezusätze so gerne verwendet. Ich habe auch in letzter Zeit exakt sehr Probleme mit dem Schlafen. Und deswegen habe ich mir gedacht, kaufe ich mir die mal wieder. Ich habe mir die auch dreimal gleich mitgenommen, weil ich die unbedingt wieder verwenden wollte. Ich habe die früher so gern verwendet, habe aufgehört, die zu nachkaufen. Warum ich das gemacht habe, weiß ich gar nicht. Ich muss irgendwie kurz die Tüte da abstellen, damit ich euch die anderen Sachen zeigen kann. Ich habe mir auch beim DM ein Lippenprodukt gekauft. Ich weiß, ziemlich böse, aber ich wollte das unbedingt haben und ich finde die Farbe so wunderschön. Das ist von NYX. Oder nix, aber ich sage NYX, weil ich glaube, so heißt es auch. Die Farbe Budapest. Und ich wollte es unbedingt haben, schon allein wegen dem Namen. Ich habe mir nämlich das Adventkalender-Video angeschaut von jemandem. Und die hat das hergezeigt, dass der eben drinnen ist. Und ich habe mich so verliebt in den, dass ich den unbedingt kaufen musste. So sieht er übrigens aus. Er kommt in der Kamera ein bisschen verfälscht rüber. Er ist mehr dunkellila als da so braun. In der Kamera kommt er braun rüber, aber er ist eher so zicker wie mein Nagel, würde ich jetzt sagen. Nur ein bisschen heller. Aber der ist so schön. Ich habe ihn auch schon oben gehabt, aber der ist so schön. Dann habe ich mir noch die Cadea Vera Ampullen gekauft. Ich habe mir mehrere Ampullen sogar gekauft, die habe ich auf Instagram postet. Aber die zwei habe ich jetzt nur noch gefunden. Ich glaube, die anderen habe ich schon weggeräumt. Ja, also die habe ich mir gekauft und ich habe mir noch mehrere gekauft. Und ich liebe die Cadea Vera Ampullen. Obwohl ich habe im aufgebrauchten Video gesagt habe, dass ich die jetzt nicht so gut fand. Jetzt ist den Boden gefallen, aber sie hat es überlebt, Gott sei Dank. Aber ich fand sie okay. Nun muss ich halt noch rausfinden, wie ich sie jetzt genau finde. Was keinen Sinn gerade ergibt. Aber okay. Ja, dann habe ich urviele Badezusätze mir gekauft. Bei Müller waren die nämlich alle um 1 Euro reduziert. Und deswegen habe ich zugeschlagen. Von Dresdner Essenz ein Winterwärme. Habe ich mir zweimal mitgenommen. Sieht so aus. Ach Gott, ernsthaft? Ich habe jetzt jemand hier voll spammt. Nur kurz auf lautlos gedreht. So. Ja, habe ich mir gekauft. Bin ich gespannt, wie das ist, weil das ist nämlich so ein flüssiger Badezusatz, kein Kristallbadezusatz, so wie der da. Die waren ja letztes Jahr, glaube ich, sind die erst rausgekommen. Das sind diese Kaminknister-Badezusätze. Ich habe die auch meinem Papa und meinem Bruder mitgebracht, weil da gab es so viele, dass ich für die auch jeweils immer eins mitgebracht habe. Und deswegen, ja, 1 Euro kann man nicht wirklich was sagen, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Dann habe ich... Oh, ich habe noch einen. Von dieser Winterwärme habe ich noch einen. Und von den Kaminknistern-Ding habe ich auch noch einen. Na, servus. Da habe ich sogar noch zwei von diesen Saubär-Badezusätzen. Echt böse. Aber ich wollte die unbedingt wieder haben. Bleiben wir noch kurz beim Müller, weil ich habe mir diese Augenbrauenrasierer wieder nachgekauft. Ich habe die schon so lange gesucht und ich bin so doof, dass ich die in dem Sackerl drin lassen habe. Aber die werde ich austauschen. Ich habe jetzt noch einen, der nicht mehr so gut rasiert und deswegen bin ich froh, dass ich die jetzt endlich gefunden habe. Bleiben wir noch beim Müller. Ich habe nämlich schon wieder so einen. Es fängt schon wieder an. Es fängt schon wieder an. Aber ich habe keine Badezusätze mehr, also ist das okay. Kaminknistern. Noch einen habe ich gefunden. Dann bleiben wir noch kurz beim Müller, weil ich da noch Masken habe, die ich mir beim Müller gekauft habe. Und zwar von Cadea Vera. Es gibt...
aktuell auch eine neue, die ich euch gleich zeige. Und die Erdbeere ist aber dafür rausgegangen. Das ist die da, die ich euch auch in den Aufgebraucht-Video gezeigt habe. Die habe ich mir noch ein paar Mal gekauft. Und gibt es aber auch noch eine, die ich unbedingt haben wollte, weil auch reduziert. Und ich habe die noch nicht probiert. Das ist die Verwöhn-Moment Cremeölmaske. Und ich bin gespannt, wie die ist. Die sieht so aus. Ich habe mir jetzt halt mal zwei davon mitgenommen, weil ich unbedingt wissen wollte, wie die ist. Weil das junge Mädchen, die Samstagskraft von mir, hat mir erzählt, dass sie die gut findet und dass sie reduziert sind. Und deswegen habe ich mir die auch nochmal mitgenommen. Und ich glaube, ich kriege einen Herzinfarkt. Wir haben aktuell eine Bananenmaske von Cadea Vera. Mich haben da so viele Leute, glaube ich, drauf markiert, wie die das gesehen haben auf Instagram. Und ich habe mich so gefreut, wie wir die gekriegt haben. Und ich habe die auch aufbestellt, damit, wenn die reduziert ist, damit ich mir alle kaufen kann. Ich werde die auch vielleicht nochmal bestellen. Ich finde die nämlich echt gut. Ich habe schon eine aufgebraucht. Und die Verpackung ist so mega süß. Schaut euch mal die Verpackung an. Besonders die obere Banane da. Also die Verpackungsopfer hoch 10. Aber ich finde die sowas von niedlich. Unmöglich, unmöglich. So, dann habe ich mir ein neues Rasiergel gekauft. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass das die neue Limited Edition ist. Da steht nämlich da auf der Ecke drauf. Ich habe es jetzt auf Instagram gesehen und habe mir gedacht, ah, okay, das ist die neue Winter-Edition. Habe ich gar nicht so mitbekommen irgendwie. Aber ich finde, die riecht schon sehr geil. Was man halt da so riecht. Ich bin echt gespannt, wie das ist. Sense of Magic. Duftet nach Beeren und Vanille. Das ist diese Weihnachtsedition von Balea. Und die Verpackung ist so, so mega schön. Ich stehe in letzter Zeit auf dieses düstere Lilane. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie stehe ich drauf. Dann habe ich mir eine Tuchmaske noch mitgenommen. Das ist die Magic Wonderland von Balea. Ich fand die Verpackung einfach so, 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 so schön. So, 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 so schön, dass ich die unbedingt einmal habe mitnehmen müssen. Ich weiß auch gar nicht noch, was die riecht. Magischen Feenduft. Wie riecht ein Feenduft? Ja, okay. Dann hat mir meine Cousine, die Min, hat mir Fotos geschickt von den neuen Balea-Masken. Ich habe mir zwei dabei nur mitgenommen, weil ich ja von den letzten so enttäuscht war. Aber die Verpackung ist so schön und es soll auch eine Karamell rauskommen. Ich hoffe, die gibt es bald bei uns, weil die Verpackung ist sowas von schön. Also, da hat wieder Balea alles richtig gemacht mit der Verpackung, finde ich. Ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt, wie die ist. Ich habe auch unbedingt Bock, wieder meine Masken ein bisschen umzuändern, damit ich die anderen zuerst verwenden kann, damit ich weiß, ob ich sie bunkern soll oder nicht. Aber die ist von der Verpackung her mega schön. Iced Berries heißt die. Und da gibt es auch eine, wie gesagt, mit Karamell, aber die gibt es bei uns noch nicht, leider. So, dann bleiben wir gleich noch bei Balea. Ich habe mir gedacht, dass das nicht alle waren von der Banane. Es wäre ein Weltwunder gewesen, wenn das alle gewesen wären. Ich habe mir nämlich 4 Stück, glaube ich, gekauft und eine habe ich schon verwendet. Ich liebe diese Verpackung. Diese Verpackung ist einfach alles. Dann habe ich ich habe es schon auf Instagram öfter gesehen, habe sie aber nie gesehen, wenn ich beim DM war. Und ich bin ja so selten beim DM, wie ihr wisst. In letzter Zeit komme ich einfach nicht dazu. Und da habe ich die zwei Masken gesehen und die Verpackung wieder. Also, das sind zwei Hydrogelmasken, Matcha Granatapfel und Avocado Mango. Und ich finde die Verpackung ist so wunderschön. Das ist die Avocado Mango. So schöne Verpackungen. Ich weiß gar nicht, Hydrogel. Ich bin gespannt, wie die ist. Weil bei Hydrogel bin ich immer so, Und ich weiß gar nicht, ob ich die dann noch erwische. Steht zwar jetzt nicht Limited Edition drauf, aber wie ich Balea kenne, wird es die sicher nicht lange im Sortiment geben. Aber die ist so schön. So schön. Alle beide. So schön. Beim Notino war ich ja auch und da habe ich mir geleistet den Augen-Make-up-Entferner von Lancôme. Ich wollte mich ein bisschen aufheitern, weil in letzter Zeit bei mir so viel Scheiße passiert ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm schon, er ist dort ein bisschen günstiger, dann nimmst du ihn mit. Deswegen habe ich mir dort den Augen-Make-up-Entferner von Lancôme gekauft. Um sich mal ein bisschen was zu leisten hier. Dann, das hat mich so interessiert, I Love Revolution heißt die Marke. Ein Fixing Spray mit dem Geruch Gurke. Das ist so eine geile Farbe, oder? Also das hat mich extrem, extrem angesprochen. Es gab noch einen anderen, den fand ich auch gut, aber ich hab mich dabei mal für den entschieden. Ich habe nämlich jetzt noch den einen von MAC, der fast leer ist. Dann habe ich noch einen von MAC und den habe ich jetzt dann halt als Backup. Weil man weiß ja nicht, wann man wieder irgendwann einmal was kriegt, oder? Ich war auch mit Wien unterwegs und habe mir meine Pekanusskerne
Was? Pekanusskerne. Oh ja, heißt so. Pekanusskerne. Oh ja, habe ich mir nachgekauft von Seeberger. Gleich zwei Packungen. Eigentlich wollte ich heute einen Porridge essen, aber ich glaube, es wird sich heute nicht mehr ganz ausgehen. Ich habe so ein bisschen in letzter Zeit so eine Bio-Phase. Mal schauen, woran es liegt. Ich hoffe, ich raschle jetzt nicht so viel rum. Ich habe zu viel geraschelt, sorry. Ich habe mir dann auch noch meine getrockneten Cranberries mitgenommen. Das ist mein Müller-Einkauf. Und auch meine Peene. Ich mag die Sachen von Alnatura und Seeberger und von der Eigenmarke von Müller voll gern. Ich war böse. Ich habe sehr, sehr lange nach dieser Maske gesucht, weil es die nirgendwo gab. Ich komme eh so selten zum DM und dann gab sie es endlich und ich habe mir urviele Stück gekauft. Urviele. Und das ist ein bisschen gestört. Das ist diese neue Tuchmaske Chocolate Dream. Aber schaut euch mal die, schaut euch mal die Verpackung an. Muss ich da noch irgendwas dazu sagen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück habe ich mir gekauft. 7 Stück habe ich mir davon gekauft. Und ich will heute unbedingt eine verwenden, weil ich wissen will, wie die ist. Ich finde die Verpackung so, so mega schön. Wie ich es auf Instagram gesehen habe, habe ich halt einen Herzinfarkt bekommen, weil ich die Verpackung so mega schön finde. Also in letzter Zeit machen Balea macht extrem schöne Verpackungen, was Tuchmasken betrifft. Ich habe euch auch die Hydrogelmasken gezeigt, aber ich die Verpackung auch mega schön finde. Dann kam ja im Sommer die Melone raus und jetzt im Winter die hier. Also Entschuldigung. Die, so schön. Also ich hoffe nicht, dass sie wirklich so stinkt. Weil mir hat vor kurzem eine auf Instagram geschrieben, wir schicken sich halt immer die Sachen, die wir aufgebraucht haben, schicken wir uns die Fotos davon. Und sie hat mir die Maske gezeigt und ich habe gleich gejammert. Oh mein Gott, ich will die unbedingt haben. An dem Tag habe ich sie dann auch noch gefunden, schreibt sie mir aber, dass sie nach Pferdestall, Kuhstall, irgend sowas hat sie, glaube ich, geschrieben, riecht. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst, weil ich habe ja so viele Backups jetzt und jetzt bin ich gespannt, wie ich sie finde. Also, wir werden sehen. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt, wie die ist und ich finde die Verpackung, also ich könnte stundenlang darüber diskutieren, also gebe ich sie lieber mal weg. Ja, ich war auch Klamotten shoppen. Böse, böse, böse. Ich weiß. Ich habe von dem grünen Kleid habe ich, glaube ich, leider kein Foto, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich räume auch kurz mal alles aus, damit ich nicht so raschel. Ja, also, ich habe mir ein paar Sachen gekauft, weil ich auch eigentlich Gwand haben wollte. Ein neues Fan-Date, aber hat sich ja wohl erledigt gerade zur Zeit. Aber egal. Ich habe mir dieses Oberteil hier gekauft, was fast aussieht wie ein Kleid, aber nur fast. Das sieht so aus. Ich kann auch ein Tragebild, ich habe halt die Maske auf, aber ich kann euch ein Tragefoto, ein Bild einblenden, wo ich das anhabe, damit wir es genauer rausfinden. Da war ich nämlich mit der lieben Tanja unterwegs. Es hat ziemlich viel gekostet, es hat 39,99 gekostet, aber ich fand das so, so schön. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich mich wirklich so extrem wohlfühle in dem, aber ich finde es irgendwie schön. Und ich mag ja grün, ihr wisst ja, ich bin ein Grün-Junkie. Und ihr habt eh das Tragebild gesehen, also ich finde schon, dass es mir passt, aber ja. Ja. Dann habe ich noch ein Kleid mir gekauft und in dem habe ich mich auch extrem wohl gefühlt. Das hat 25,99 gekostet und sieht so aus. Das ist auch, da habe ich leider kein Tragebild, leider nicht. Vielleicht, ja, die Frage ist jetzt, wie man, ja, egal. Also ich habe leider kein Tragefoto von dem, aber ich fand das so, so schön auch. Und das musste ich mir auch unbedingt kaufen. Von den beiden Sachen habe ich Tragebilder. Ich habe mir nämlich einen Schal gekauft. Ich weiß, sehr, sehr originell. Aber ich finde die Kombination so schön. Seht ihr das? Die Kombination ist so, so mega schön, dass ich mir einfach den Schal mitnehmen habe müssen. Und ich habe ein Kleid angezogen und habe den Schal da drüber angehabt. Bei dem Kleid war ich mir nicht sicher, ob ich es mir kaufen soll. Und jetzt, wo die Geschäfte wieder zu haben, glaube ich, die Klamottengeschäfte haben ja zu, bin ich mir auch nicht sicher, ob ich mir das nochmal kaufen kann dann. Das Kleid. Aber den Schal, den fand ich so, so schön. Den fand ich so, 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 so schön, dass ich mir den einfach mitgenommen habe. Ihr wisst, ich bin ein Schal-Junkie und den fand ich mega schön. Also habt ihr das Tragebild gesehen, wo ich den Schal umhabe. Und bei dem Kleid war ich mir nicht sicher. Bei dem Oberteil habe ich gar nicht lange diskutiert, weil ich auch die Farbe so schön fand. Ich muss das nur waschen, weil ich habe das mit Make-up voll geschmiert, wenn ihr das sehen könnt. Nee, ich glaube, das sieht man gar nicht. Und ich finde das so, so schön. Das hat 15,99 kostet, der Schal hat 9,99 kostet.
Und das sieht so aus. Das hat da so ein... Seht ihr es eh beim Tragefoto? Ich glaube, das ist am... Ich hasse meine Haare, Kinder. Ich hasse meine Haare. Ich bin ein bisschen euphorisch unterwegs. Ich sollte mal einen Gang runterschalten. Ich habe auch so einen extrem geilen Look vor mit so Nude-Lippen und dann in den beiden Farben so ein Augen-Make-up. Also ich kann mir das so richtig geil vorstellen. Jetzt halt mit Corona ist ein bisschen Arsch, aber vielleicht trage ich das mal in ein Video, mal schauen. Aber es würde mir extrem Spaß machen. Ich finde das nämlich ein richtig schönes, schönes Oberteil. Ich habe es halt ein bisschen vollgeschmiert mit meinem Make-up, deswegen muss ich das auch endlich mal waschen. Aber ich finde das so, so schön, dass das trägt man dann hier. Ich meine, ich setze das eben beim Tragefoto. Das trägt man beim Hals und dann ist ein Arm halt frei. Und ich fand das so, so schön. So, so schön, dass ich es unbedingt haben wollte. Die Sachen sind übrigens von Orsi. Das Grüne, das erste, was ich euch gezeigt habe, war von Mango. Das mit diesen... wartet kurz. Das da. Das war vom Mango und die anderen Sachen sind alle vom Orsi. Und ihr wisst ja, Orsi ist mein absolutes Lieblingsgeschäft. Ja, und deswegen, ich freue mich schon, wenn ich das mal anziehen kann. Aber das wird wahrscheinlich noch eine Weile brauchen, bis ich wieder so, ja, ein bisschen reinkomme, würde ich sagen. Ja, das war's eigentlich schon wieder. Ich habe eigentlich gar nicht so viel gekauft, würde ich jetzt mal behaupten. Ihr kennt's mich, eigentlich ist das schlimmer, was ich mir kaufe, aber... Es war relativ harmlos. Ich habe auch hin und wieder noch so Ampullen habe ich mir gekauft, die habe ich dann eh auch auf Instagram postet. Und sonst gebe ich eigentlich das meiste Geld für Essen aus. Muss ich ehrlich zugeben. Also das meiste Geld gebe ich in letzter Zeit für Essen aus. Ja, woran das wohl liegt, keine Ahnung. Aber egal. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es so ein kleiner Haul war. Aber ich bin ganz, ganz stolz auf alle Sachen, die ich mir gekauft habe. Und vielleicht... sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!